Giftgas. Der Schrecken des Ersten Weltkrieges. Über 15 Millionen Tote, mehr als 20 Millionen Verwundete. Ein totaler Krieg. Die Deutschen sind die Ersten, die das tödliche Gas gegen ihre Feinde richten. Der Erfinder? Fritz Haber, Chemiker, Nobelpreisträger in Chemie. Die Anklägerin? Clara Immerwahr, erste Chemikerin Deutschlands, Ehefrau von Fritz Haber. Wie kann sich die Liebe für die Naturwissenschaft in pures Grauen verwandeln? Warum versagen Kontrollinstanzen? Wie viel Moral ist der berufliche Erfolg wirklich wert? Die Autorin und Regisseurin Petra Wintersteller sucht in ihren Recherchen Antworten auf diese Fragen.